Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es geht heute um Arterienverkalkungen, also auch um Arteriosklerose. Ich habe bereits ein Video gedreht über die Zitronen-Knoblauch-Kur, die ja nicht nur vorbeugend wirkt, sondern auch bereits verkalkte Arterien wieder so ein bisschen entlasten kann. Natürlich ist da auch immer höchste Vorsicht geboten. In diesem Video stelle ich dir jetzt 8 Lebensmittel vor, die dazu beitragen können, dass du deine Arterien vor Verkalkungen schützt. Einige Lebensmittel davon können auch bereits verkalkte Arterien wieder ein bisschen elastischer machen und entkalken. Dazu kommen wir auch gleich zu dem ersten Lebensmittel, und zwar geht es dabei um Kurkuma. Wie ihr wisst, bin ich ein Riesenfan von Kurkuma. Kurkuma hat ja ganz, ganz viele tolle Eigenschaften und gerade auch entzündungshemmende Eigenschaften, und Entzündungen spielen auch eine Rolle bei Arteriosklerose. Arteriosklerose kann ja ganz schnell mal zu einem Herzinfarkt oder zu einem Schlaganfall führen und ist auch eine stille Gefahr, weil die Arterien sich auch schleichend gerne mal verkalken und man das natürlich überhaupt nicht merkt. Ja, und ein ganz besonderer Risikofaktor ist ein Eiweißstoff, der in der Leber gebildet wird, das sogenannte C-reaktive Protein, also CRP. Und gerade Kurkuma ist dafür bekannt, dieses C-reaktive Protein zu senken bzw. auch eben Entzündungen zu hemmen. Deshalb Kurkuma super, super gut bei bereits bestehender Arteriosklerose ist und auch vorbeugend sehr gut wirken kann. Ich habe euch das Kurkuma-Präparat, das ich immer gerne verwende, dieses flüssige Kurkumin, unten in der Infobox verlinkt und auch nochmal meinen Erfahrungsbericht dazu. Ja, und jetzt kommen wir eben auch gleich zum nächsten Lebensmittel, und zwar ist das Zimt. Ich habe hier meinen Zimt schon rausgesucht. Da gebe ich auch oft was in meinen Kurkuma-Latte, den ich mir mit Hafermilch zubereite. Ihr könnt den Zimt auch in eure Speisen geben, wenn ihr euch irgendwelche Bowls zusammenmischt oder auch einfach über Rohkost drüber geben. Also Zimt ist super, super gut und ist dafür bekannt, auch die Blutfette zu senken. Ja, dabei spreche ich vom LDL-Cholesterin, und Zimt schützt somit das Herz, und Zimt kurbelt übrigens auch die Verdauung super gut an. Ja, dann zum nächsten Punkt, und zwar Moosbeeren bzw. Cranberries. Die sind nicht ganz dasselbe, sind sich aber sehr, sehr ähnlich, weil sie denselben Stamm sozusagen haben, und Moosbeeren gibt es ja gerade in Österreich und auch in Bayern wirklich viel zu sammeln, in den Bergen im Sommer vor allem, und die enthalten wahnsinnig viel Kalium und senken somit auch den Cholesterinspiegel und wirken natürlich vorbeugend dementsprechend. Ja, dann noch zu den Cranberries. Die schützen und stärken das Herz und sind ja wirklich dafür bekannt, weil sie sehr viele Antioxidantien enthalten und auch ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe, also Polyphenole und Flavonoide. Dadurch kann einfach die ganze Gefäßfunktion wirklich besser fungieren und wird auch elastisch. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, und zwar Granatapfel. Ich habe ja schon ein ausführliches Video auch über Granatapfelsäfte gedreht, weil ich ja ganz gerne im Winter nicht nur aufgrund des Vitamin Cs Granatapfelsaft trinke, sondern auch deswegen, weil aufgrund der ganzen Antioxidantien die Gefäße, die ganzen Venen und Arterien elastisch bleiben. Und wenn die elastisch sind, dann können natürlich Ablagerungen oder Verkalkungen weniger entstehen und sich dann, ja, wie gesagt, ablagern. Ja, und wenn die Gefäße erstmal verkalkt sind, dann kann ja das Herz bekanntlicherweise weniger Blut durch die Gefäße pumpen und die Organe werden auch unterversorgt. Deshalb ist es einfach wahnsinnig wichtig, Arteriosklerose auch vorzubeugen. Gerade auch Menschen, die sich zu wenig bewegen und wo der Blutkreislauf so ein bisschen einfach langsamer ist und vielleicht macht der ein oder andere wenig Sport. Das sind natürlich alles, ich würde jetzt mal behaupten, noch keine wirklichen Risikopatienten, aber trotzdem können Ablagerungen viel, viel schneller entstehen, als man denkt. Deshalb ist es immer wahnsinnig wichtig, vorzubeugen mit einer ausgewogenen, gesunden Ernährung und vielleicht auch noch einfach in den Alltag ein paar Lebensmittel zu integrieren, von denen, die ich euch gerade vorstelle. Ja, zum Granatapfel habe ich euch übrigens unten in der Infobox auch noch eine Studie verlinkt. Ja, in dieser Studie ging es darum, dass nach einem einjährigen Verzehr von Granatapfelsaft sich in der Kontrollgruppe bei 30% die Verengung der Arterien sozusagen wieder aufgelöst hat und die Dicke der Gefäßwand abgenommen hat. Aber wie gesagt, verlinke ich euch das in der Infobox nochmal unten. Jetzt kommen wir zum Knoblauch. Ja, wie gesagt, habe ich schon ein Video über die Zitronen-Knoblauch-Kur gemacht. Knoblauch enthält ja sehr, sehr viele schwefelartige Verbindungen und kann eben auch die Blutfette senken, was natürlich auch Verkalkungen vorbeugt. Ja, was man auf gar keinen Fall vergessen darf, ist das altbekannte Hausmittel Ingwer. Ingwer hat ja nicht nur eine antivirale und antibakterielle Eigenschaft und entzündungshemmende und desinfizierende Wirkung, gerade bei Atemwegserkrankungen oder, sondern es verdünnt auch das Blut.
Und dadurch kann natürlich das Blut besser durch die Arterien gepumpt werden und es entstehen auch weniger Ablagerungen an den Gefäßwänden. Also man darf Ingwer nicht außer Augen lassen. Ja, und nicht nur Ingwer trägt auch zur Elastizität von den Arterien bei, sondern auch Grapefruitkernextrakt. Auch über Grapefruitkernextrakt habe ich schon berichtet, aber Grapefruitkernextrakt enthält ja sehr, sehr, sehr viel Vitamin C und hält den ganzen Kreislauf, also die ganzen Arterien im Körper wirklich sehr, sehr fit und regt auch noch den Stoffwechsel an. Und enthält natürlich sehr, sehr viele Antioxidantien, in Klammern Vitamin C ist ja enthalten. Achtet aber darauf, dass es natürliches Vitamin C ist und es wirklich aus den Grapefruitkernen gewonnen wurde und kein künstliches Vitamin C, also Ascorbinsäure. Da gibt es auch nochmal einen großen Unterschied. Ja, beim letzten Lebensmittel, das ihr unbedingt kennen solltet, handelt es sich um Chili. Jeder, der Chili schon mal gegessen hat, der weiß, wie sehr man anfängt zu schwitzen, wenn man wirklich so dieses scharfe Gefühl im Mund hat. Und diese Schärfe bringt einen ja unheimlich in Wallungen und das regt natürlich dementsprechend auch die Durchblutung an. Vorsicht sollten nur die Menschen haben, die wirklich nachgewiesen Arteriosklerose haben und unter Verkalkungen leiden oder auch schon mal einen Schlaganfall hatten. Chili ist ein sehr, wie soll ich sagen, extremer Stoff, ein extremer Wirkstoff, der die Durchblutung eben anregt. Und wenn sich Verkalkungen zu schnell lösen, können natürlich auch weitere Schlaganfälle oder auch Thrombosen der Fall sein, dann muss man natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Das gleiche gilt auch bei der Zitronen-Knoblauch-Kur. Also immer mit Vorsicht walten lassen und natürlich sich immer noch mal vorher informieren. Am besten aber in ärztlicher Begleitung oder bei einer Gesundheitsberaterin oder einem Gesundheitsberater sich begleiten lassen. Da geht man dann immer auf Nummer sicher. Trotz alledem sollte man diese 8 Lebensmittel vielleicht einfach versuchen, in seinen Alltag zu integrieren, unabhängig von Alter und Geschlecht und Gesundheitszustand, denn Obst und die Lebensmittel, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe, sind nie schlecht zur Vorbeugung. Ich wünsche natürlich alles Liebe und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video auch wiedersehen. Lasst mir sehr, sehr gerne ein Up-Like da und was mich natürlich noch freuen würde, wäre ein Abo von diesem Kanal. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis bald. Ciao!